Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Detektiv Conan, die Mirapolis-Ermittlungen und wir sind gerade dabei, dass Kogoro den Fall lösen will. Ich denke, wir hören einfach mal zu. ただ1の的場ゆりさん殺害と第2の荻野俊作さん殺害を同一犯によるもの。そして第3の花山恵美さん殺しを別の犯人によるものと考えています。やっぱりな。恵美さんを殺害した犯人は言わずと知れたリンダさん、あなただ。ちょ待て。リンダさんを犯人と決めつけるのは早すぎるんとちゃうか。 何？リンダさん小さい頃池で溺れそうになって水辺が苦手になったんだって。池や川のそばには怖くて近づけないんだってさ。もちろん水槽にもね。この崖また出しゃばりやがって。その子の言う通りです、モーリーさん。で、何ですと？ リンダ、疑ってごめん。水嫌いってことを思い出したら、君にはあの犯行が無理だってことがよく分かったよ。<笑>恭一。つまり、リンダさんは水槽に近づけなかった。したがって、あの犯行はリンダさんには不可能だったと言いたいわけですな。はい、リンダは無実です。 残念ながら無実を証明するに足る証拠とは言えませんな。どうしてですか？リンダさんが本当に水嫌いかどうか言葉だけでは確実な証拠とは言えませんし、第一リンダさんはあの時ショーに出演せず部屋にいたとおっしゃっていますが、それじゃあ舞台でエミリさんとアクロバットを演じていたのは一体誰なんですか？ Kogoro, man. Ich sag dazu nur eins. Man löst keinen Mordfall, indem man sagt, ich glaube, sie waren es. Entweder man hat Beweise oder nicht. Aber gut, vielleicht denke ich auch einfach zu sehr an Gerichte, wo man Beweise vorlegen muss.荻野さんが度々あなたの元を訪れ、金をゆすっていたことを私は突き止めました。何？今泉、まさかお前が借金を肩代わりしてやった恩も忘れて私を裏切ったのか。すみません。ですが社長、殺人事件が絡んでいるとあってはいくら恩人のあなたでも。もういい。 今泉、お前はクビだ。は？え、首？肩代わりした借金、耳を揃えて今すぐ返せ。そんな。先を続けましょう。甲斐社長、あなたは的場さんや荻野さんに弱みを握られ、揺すられていたんですな。 あなたが人生をかけたミラポリスのオープニング記念イベントにまで乗り込んで来られて、もはや生かしておくことはできないとあなたは判断した。ちょっと待ってくれ。私にはアリバイがある。的場が殺された時、執務室で秘書の及川君と打ち合わせをしていたんだ。残念ですが、そのアリバイも崩れました。何だって？ まさかお前まで。及川さんは何もかも話してくれましたよ、社長。あなたに頼まれて嘘のアリバイ証言をしたことや、あなたの依頼で過去に数度的場さんと荻野さんの口座に金を振り込んだこと。
第一の的場由里さん殺しは衝動的に行われたものと私は推測します。口論の末あなたは被害者の首を絞め殺してしまった。違う。荻野さんがあなたの犯行に気づくのは時間の問題だった。 そこであなたは荻野さんも殺してしまおうと考え、今度は計画的に殺人を実行した。メッセージを残したのは犯人が自分に恨みを持つ人物で、あたかも自分は狙われている被害者のように装うためです。荻野が殺された時、私は妻と共に来賓の方々をご案内していた。荻野に近づき、毒スプレーを毒入りのものとすり替えるチャンスなど 私にはなかった。いえ、一度だけあります。社長、あなたが荻野さんを殺害したのは荻野さんが倒れる前ではなく後だったんです。なんだって。社長、あなたはあらかじめ荻野さんに睡眠薬入りの飲み物を飲ませ、その上で彼をラビリンスに誘い込んだ。睡眠薬が効いて荻野さんが倒れた後、 解放するふりをして荻野さんに近づき、その口に毒を含ませたんです。的場由里、荻野俊作を殺害したのは会社長あなたです。二人が殺害された時、警察を呼ばなかったのは何よりの証拠。違う、私は誰も殺してない。警察を呼ばなかったのは 別の理由があるからで。ではその理由とやらを私の部屋でじっくりと聞かせていただきましょうか。なんだって。警察が来るまであなたを監視させていただきます。この部屋では歌子夫人にご迷惑がかかってしまう。私の部屋にお越しください。 他の皆さんはお部屋の方に引き取っていただいて結構です。ただし部屋の外へは一歩もお出にならないように。許可なく抜け出した場合、その方にも監視をつけなければなりませんからね。まさか社長が犯人だったなんて。さて、どないしたもんかいな。 水嫌いはともかく舞台でのアクロバット、そんなことができるやつなんておるんか。いや、一人だけいる。リンダさん以外にそれが可能だった人物が。何？的場由里、荻野俊作、花山エミリーを殺害したのは全て同じ犯人。そして真犯人は あの人。だがあの人を追い詰めるには確実な証拠が必要だ。 Immer noch A, wunderbar. Okay, die Indizienkette haben wir wirklich nicht gut gelöst. Die Imagination, keine Ahnung, was das jetzt wirklich bedeutet. Also wenn irgendjemand das Spiel gespielt hat und weiß, wovon die Imagination abhängig ist, jetzt in diesem Spiel, soll er mir bitte einen Kommentar schreiben. Am besten in den ersten, oder nee, besser in den letzten, oder einfach in diesen Part. Und einfach mal reinschreiben, wovon das bitte abhängig ist. Weil mich würde schon interessieren, wie ich einen perfekten Fall hinbekommen würde. So, Logik war ja eigentlich immer noch hervorragend und die Inspiration habe ich nicht gebraucht, deswegen der S-Rang. Ich denke mal, die Logik, das war die Schlussfolgerung am Ende, könnte ich meinen. Bin mir aber nicht sicher. Gut, wir gehen mal weiter. So, Bonus erhalten, Spezial 4 und Spezial 5. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. So, wir speichern einfach mal. Spiel fortsetzen, wir sind ja noch nicht am Ende unseres Parts. Und wir gehen einfach mal weiter. Ich schätze mal, Akt 4 beginnt jetzt. Ach, da steht da mal auch eine Uhrzeit. Das habe ich gar nicht gesehen. Der Täter hat mehrere Morde in Mirapolis verübt. Als er Emily ermordet hat, hat er viele Spuren hinterlassen. Wenn ich jeder einzelnen Spur folge, werde ich den Mörder sicherlich finden.
Suche den Täter, der für alle Morde verantwortlich ist. Okay, wenn jetzt wirklich... Also ich dachte ja in dem Moment auch, es waren zwei verschiedene. Aber Linda haben wir ausgeschlossen. Jetzt frage ich mich nur, wer kommt als Mörder in Frage. Und ich habe nur zwei Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehe. Also wenn es wirklich ein und derselbe Mörder war, ja, dann kann es eigentlich nur... Ich habe jetzt vier immer noch zur Auswahl. Mr. Kike kann ich immer noch sagen, der passt zu den ersten beiden Morden. Linda und... Nicht Linda. Hier die Frau von Mr. Kike und Megumi sind die einzigen weiblichen, die die Rolle von Emily hätten einnehmen... Nee, von Linda hätten einnehmen können. Um sozusagen da, ja, die Rollen zu tauschen. Das kann kein Mann übernehmen, finde ich. Und ja, ansonsten wäre für mich nur noch, dass ganz am Anfang, wo wir das Spiel gestartet haben, hatten wir doch die Szene gesehen, wo da drei oder vier Leute waren und geredet haben, die Bremsschläuche durchzuschneiden. Und dieser Junge aus diesem Autounfall ist ja immer noch hier Kyoshi. Und es würde mich nicht wundern, wenn er aus Rache all die Leute töten würde. Das Einzige, was mir nicht in den Sinn passt, ist sozusagen Emily, wie sie da reinpasst, weil eigentlich gehörten die ja zusammen. Also, was heißt zusammen? Das widerspricht mir alles. Und da versuche ich jetzt gerade den Zusammenhang zu finden. Also, ich kann von mehreren den Morden sozusagen bekunden. Also, ich kann einzelnen Morden denen zuschließen, aber jetzt, dass einer alle verübt hat, das ist sehr schwierig. Aber bei Kyoshi schließe ich die Ermordung von Emily nicht aus, weil er ist ein Zauberer. Er hat bestimmt irgendeinen Trick zur Verfügung gehabt. So, ich gehe mal kurz auf Indizienkette. Und wir haben... Ui. Ich sehe mir besser an, wie die Morde begangen werden konnten. Wir sind dem Täter zu nah. Der Mörder ist so gut wie festgenagelt. Ich muss nur noch etwas tiefer in die Wahrheit finden. Okay. Oh, okay. Wir haben die drei Tode. Sie, ihn und sie. Oh Mann, also dieser vierte Akt, der scheint alles... Ich schätze mal, das wird der letzte Akt sein. Weil, so... Er ist der Einzige, der im Anbau ist. Alle anderen sind hier. So, es werden auch immer weniger, dadurch die Morde und so. So, gehen wir einfach mal zu Ran und den Kindern. Die sind ja hier vorne. Und dann müssen wir einfach Beweise sammeln. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir die Leute befragen müssen oder zum Tatort müssen. Ich glaube, es ist nicht, dass die Sache so ausgeht. Utako tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte wenigstens ein wenig helfen. お部屋で休むって席を立ったわ。
そういえば、メガネの秘書もおらんかったな。そうね、一度も見なかったわね。おおきに、聞きたいことはそれだけや。それだけって、平次、あんたね。ほな、行くで坊主。So, Information. Die Schwestern trugen Masken auf der Bühne. Auf den ersten Blick wurde keine Linda erkannt. Ist das die einzige Information, die wir jetzt da rausbekommen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich möchte das wegdrücken. Weg, 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 weg. So, dann sind wir da rausgekommen. Gott sei Dank habe ich nicht nochmal A gedrückt bei ihr. Ayumi, Con, hast du schon gehört? Was? Utako, früher wollte sie einmal Spitzenturnerin werden, deshalb sieht sie so hübsch aus, richtig? Wenn ich mir recht überlege, dann wäre es möglich, dass sie akrobatische Kunststücke beherrscht, wie Linda sie vorführte. Ja klar, daran habe ich... Oh Mann, das habe ich genauso vergessen. Klar, die wollte doch Turnerin werden. Und sie... Ich denke mal, vielleicht kommt doch zwei Mörder in Frage, nämlich sowohl sie als auch Mr. Kai. Vielleicht haben sie, stecken die beiden unter einer Decke. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Utako wollte Spitzenturnerin werden. Sie könnte sich als Linda ausgeben und die Nummer gezeigt haben. Okay, okay, okay. Sie sagt nur noch das Gleiche. Genta, was hast du zu sagen? Es sind Verbrechen geschehen und wir können nichts tun. Wofür sind die Detective Boys eigentlich gut? Ich weiß, was Mori gesagt hat, aber warum lösen wir das Rätsel eigentlich nicht selbst? Ich verstehe deine Gefühle, aber Mr. Mori ist hier. Er ist verpflichtet, etwas zu unternehmen. Überlass das nur mir. Diese Morde werden schon bald aufgeklärt sein. Hast du jetzt was zu sagen, Mitsuki? Ich frage mich, ob die gestohlene Dienstmädchenkleidung, nach der Mori sucht, gefunden worden ist. Und was hast du so? Sag mal, wie weit bist du mit der Sache in den Kostümstall? Mittendrin. Er hängt möglicherweise mit den Morden zusammen. Ich werde ihm also nachgehen. Oh klar, es wäre auch eine gute Idee zu überprüfen, ob weitere Kostüme gestohlen worden sind. Andere Kostüme, ja. Es ist keine schlechte Idee, die Sache zu überprüfen. Danke, Ei. Okay, muss ich jetzt wirklich da überprüfen, ob da noch mehr Sachen gestohlen worden sind? So, wir fahren einfach mal weiter und gehen jetzt, ich denke mal, zu Etage 11 und 12. Denke ich mal auch. Moe muss hier noch auf 10 sein. Wo ist Moe? Moe? Da. Oh, noch ein Dienstmädchen. 2.恐れをなしたんや。メイド探偵萌え、これからも大活躍しちゃいます。
とるで。Wie, keine Informationen jetzt erhalten? Das gibt's doch nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh doch, das ist nicht die ganze. So, ja, das ist wirklich seltsam. Ich hab mit der Name daneben geredet. Eigenartig, gut. Moe hat auch nicht viel zu sagen. Gehen wir mal rauf in den 11. und treffen Kogoro und Mr. Kai. So, wo sind die beiden? Die wollten aufs Zimmer gehen. Hier? Hier? Nein, keiner hier. Hier? Na komm. Hier müssten die doch sein. Auch nicht. Wo sind die beiden? Die wollten aufs Zimmer gehen. So viel weiß ich auch noch. Hier? Nein, hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Hallo? Wo sind die beiden bitte? Hier ist ein gepackter Koffer. Toll, ich kann mit nichts interagieren. Schön. Autsch. Wo sind die beiden? Sind die in der Lobby hier? Habe ich die verpasst oder bin ich auf dem falschen Stockwerk? Kogoro und Mr. Kai? Nein, ich will nicht zurück zum Titelbildschirm. Auf 11. Wir sind auf 11, Leute. Wieso... Ja, Heiji, renn du mal. Wieso finden wir die denn bitteschön nicht? Haben die sich versteckt? Können wir die nicht finden? Okay, dann gehen wir einfach mal auf 12 weiter. So, sagst du mir jetzt was anderes, als dass die Königssuite ist? Nein. So, jetzt können wir mit Frau Utako, wo ist sie? Da reden. Ich hoffe, dass sich bald alles geklärt hat. Ich möchte, dass sich alle Vorwürfe... dass sich alle wohlfühlen. Du auch, Conan. Bleib gelassen, okay? Okay, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Okay, wo könnte ich denn sonst noch hingehen? Ich könnte... ja, Etage 8 erstmal gehen. Nein, wir nehmen den Aufzug. So, und jetzt kann ich mit Kyoshi und mit Dings reden, wenn ich weiß, wo die sind. Achso. Die waren hier beide. Nein, hier. Emily? Die war doch hier, oder irre ich mich jetzt da? Hier drüben war auf jeden Fall Kyoshi. So, habe ich dich. Ich weiß, dass Linda es nicht getan hat, aber ich kann nichts tun. Nun, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich wiederkomme und mehr Fragen stelle? Nein, ich sage dir gerne alles, was ich weiß. Okay, das hilft mir aber auch nicht weiter. Ich habe so viele Felder da, ich brauche doch mehr Informationen und hier gibt mir keiner was. Nein, das war falsch. Emily ist nicht hier. Emily muss hier sein. Da ist er doch. Linda, darf ich Sie etwas fragen? Oh, um was geht es, Herr Detektiv? Wir untersuchen die Sache mit den Kostümen. Sie haben eines für die Show benutzt, richtig? Ja, das stimmt. Für die Show wurden 4 Kostüme hergestellt. Meine Schwester und ich hatten jeweils ein Kostüm. Koichi bewahrte die beiden anderen als Ersatz auf. Es gibt 2 Ersatzkostüme für die Show. Koichi ist für sie verantwortlich. Moment, hast du noch mehr zu sagen? Okay, jetzt haben wir sie befragt und jetzt muss ich Kyoshi nochmal befragen. So, wo warst du? Hier. Jetzt sag du mir was über diese Ersatzkostüme. Was führt dich wieder hier? Hast du noch etwas erfahren? Ich habe es schon von Linda gehört, aber bewahren sie Ersatzkostüme für die Zaubershow auf? Ja, und jetzt, da du es erwähnst, ich kann ein Kostüm nicht finden. Ich suche im Moment danach. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es vor der Show noch da war. Sehr wahrscheinlich hat der Mörder eines der Ersatzkostüme benutzt, um wie Linda auszusehen. Kyoshi und Linda sagten, dass sie Ersatzkostüme besitzen. Diese könnten zur Tarnung genutzt worden sein. Okay, er sagt nur das Gleiche. Das hilft mir auch nicht weiter. Oh. So, und jetzt habe ich eigentlich nur noch Megumi, mit der ich reden könnte. Und ja, und den Typen.
Ich gucke nochmal kurz in die Karte. Ja. Also geht's jetzt runter auf 1 und wir reden mit Megumi. Und dann rede ich vielleicht doch ganz schnell mit dem Typen. Und dann war's das auch schon in diesem Part. Hä? Wo ist Megumi? Megumi? Ah, nein. Die könnte hier in der Halle sein. Da ist sie doch. Ich hoffe, Otaku geht es gut. Sie hat schreckliche Angst, also habe ich ihr Medizin aus der Krankenstation besorgt. Welche Art von Medizin? Die Art, die einen schlafen oder voller Energie werden aufwachen lässt. Etwas, das einen schlafen lässt? Wahrscheinlich ein Schlafmittel. Könnte das für den Mord benutzt worden sein? Otaku konnte aus Angst nicht schlafen, also bekam sie Schlafmittel. Okay, wir wissen, dass der zweite Mord auch mit Schlafmittel verübt wurde. Nee, doch Anbau. Wir sind richtig, Anbau. So, und jetzt nur noch ihn befragen und dann haben wir es auch schon. Oh, das wird eine größere Befragung. Sorry. おかっぱのメイド。荻野さんが殺される少し前だったかな。見たことない子だったんで、ちょっと気になってたんだけど。おかっぱのメイド。間違いない。そいつが荻野さんに。多分キュウリのカクテルは運んでたんじゃないかな。キュウリのカクテル？なんじゃそりゃ。カッパだけにキュウリ。なんちゃって。はい、どうも。 Okay, erzählt uns nochmal alles. Schön, das wollen wir gar nicht wissen. Wir drücken es weg. Wir haben eine Menge Informationen jetzt schon bekommen. Oh. Kurz vor Mr. Oginos Ermordung sah Naoya eine unbekannte Angestellte im Dienstmädchen-Outfit. Okay, die Informationen haben wir nochmal bekommen. Aber an sich, ja, ist das alles recht interessant. Aber was wir schon... Das wird echt... Akt 4 wird hier eins der größten Fälle, die wir lösen müssen, weil schaut euch das Ganze an, also 4 Bereiche und dann auch noch die Tode dabei, also das wird echt hart. Ich denke mal nicht, dass das nur dass das nicht nur Aussagen sind, da werden wir bestimmt auch Indizien zu Beweise brauchen, also irgendwelche Seile wie vorhin oder so. Ich bin echt gespannt. Gut, ich denke mal im nächsten Part werden wir mehr herausfinden. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir spielen Detektiv Conan, die Mirapolis-Ermittlung. Bis dann!